Hallo und herzlich willkommen in meiner Stempelstelle. Heute gibt es mal wieder eine Pop-Up-Karte. Heute nämlich eine Pop-Up-Ziehharmonika-Karte, nenne ich sie. Wenn ihr die aufmacht, tada, öffnet sich hier so ein Panel und dann könnt ihr hier was draufstempeln oder später noch irgendwelche Sprüche draufkleben. Hier habe ich das Set Hübsche Grüße verwendet und auch das passende Designerpapier. Das ist ein Gratisartikel, den ihr jetzt noch in der Celebration bis 28. Februar, also nicht mehr lange, bei einer Bestellung im Wert von 120 Euro, könnt ihr euch das kostenlos noch mit in den Warenkorb legen. Und wenn ihr dann auch noch meinen Online-Bestellercode angebt, der ist im Februar 6ZVBMMTK, dann bekommt ihr von mir im März ein kleines Geschenk zugeschickt. Nähere Infos zu diesem Gastgebercode könnt ihr ja auf meiner Internetseite erfahren, www.stempelstelle.de, da habe ich das genauer erklärt. Aber jetzt nochmal zu der Karte. Da gehen auch ganz liebe Grüße in den Süden, weil eine Kundin von mir hat mir so eine Pop-Up-Karte geschickt. Und ich konnte mich erinnern, dass ich die auch schon mal ausprobiert habe und habe auch gedacht, ich hätte schon mal ein Video dazu gemacht. Aber nein, habe ich nicht. Damals war mir das zu kompliziert und mit Hilfe von ihrem Muster konnte ich mir das dann ein bisschen abgucken und habe mir jetzt auch überlegt, wie man das ganz einfach kleben kann. Und mit ein paar Tricks werdet ihr sehen, die macht auch wieder süchtig. Also das ist eine Karte, wenn man da den Bogen raus hat, dann ist super. Also dann könnt ihr die in Massenproduktion fertigen. Also ich bin ganz begeistert und auch mal ganz lieben Dank. Diejenige weiß ja, wen ich meine und es gehen ganz liebe Grüße in den Süden. Und jetzt wollen wir mal diese Karte nachbasteln. Dazu braucht ihr unbedingt einen extra starken Farbkarton in Grundweiß. Farbkarton, ja, weiß ich keine Farbe, aber ihr braucht den extra starken Karton in Grundweiß und den schneidet ihr euch zu. Und zwar 10,5 cm mal 29 cm und das falzt ihr bei 14,5 cm. Ich glaube, den habe ich mir noch nicht gekürzt. Das ist noch DIN A4 Länge. Muss ich gerade mal gucken. Also wie gesagt, auf 29 cm genau wird er gekürzt. Und dann bei 14,5 cm falzen. Das legt er jetzt erstmal auf die Seite und dann werden wir uns die Innenteile vornehmen. Dazu reicht ein DIN A4 Papier in den In-Colors, die passen nämlich wunderschön zu diesem Designerpapier, das ich finde, dass da wunderschön in die Karte reinpasst. Ich habe dieses Designerpapier verwendet. Wie gesagt, das ist ja dieses Celebration Gratis Papier. Das bekommt ihr zusammen mit dem Stempelset, wenn ihr für 120 Euro was bestellt in meinem Online-Shop. Und das Designerpapier ist wirklich ganz toll und vielseitig. Und da habe ich diesen Bogen hier verwendet. Und wie ihr seht, das könnt ihr in verschiedenen Farben machen. Hier habe ich es in, das müsste Bonbonrosa sein. Und die Karte hier habe ich in Papaya gemacht. Und so sind mal die Grundkarten. Und jetzt wollen wir aber loslegen. Das wäre das Designerpapier, das wir verwenden. Und ich werde mal wieder rückfällig und nehme natürlich wieder Fräsienlila, was auch sonst. Dann gehen wir her und ich muss meine Maße anschauen. Ihr braucht jetzt auf alle Fälle mal einen Streifen, der 9 cm breit ist. Und den kürzt ihr euch auf 26 cm. Und jetzt wird es gefalzt. Und zwar bei 6,5 cm, bei 13 cm und bei 19,5 cm. Wenn ihr das jetzt
bestempeln wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Ich mache es aber so mit meinen Karten, dass ich die erstmal fertig mache. Hier habe ich Gruß mit Liebe reingestempelt und noch ein paar solche Blumenmotive. Aber ihr könnt auch im Nachhinein hier noch Glückwünsche oder so auf Weiß stempeln und das dann hier reinkleben. Dann könnt ihr das ganz individuell dekorieren, je nachdem zu welchem Anlass ihr das braucht. Hier vorne habe ich das gestückelt und so gestaltet. Das ist alles, wie gesagt, mit diesem Stempelset Hübsche Grüße. Und da habe ich das alles verwendet. Diese Blümchen und diesen Stempel hier. Für diese Zweige gibt es eine Stanze. Das wäre die hier. Oh, die habe ich mir noch gar nicht beschriftet. Die ist aus dem Mini-Katalog, der noch bis Juni gilt. Und das sind diese Zweige, die ihr da ganz toll ausstanzen könnt. So, jetzt aber weiter im Text. Ihr habt es jetzt gefalzt und wir falzen das jetzt so nach, dass das Mittelteil hochkommt und die zwei Seitenteile so sind. Und so muss das dann vorgefalzt werden. Das kommt jetzt aber erstmal auf die Seite und wir werden uns die Mechanik jetzt noch zuschneiden. Die ist 9 cm breit und 20 cm lang. Und es kommt am schönsten, finde ich, wenn ihr das in der gleichen Farbe macht wie euer Mittelteil. Und hier ist jetzt das Markieren und Falzen ein bisschen tricky, aber das kriegt man auch hin. Und zwar müssen wir jetzt erstmal bei 5,5 cm Markierungen setzen. Also nicht durchfalzen, sondern nur am äußersten Rand kleine Markierungen setzen, dass man sie gerade so schön erkennen kann. Bei 5,5 cm. So. Dann wird in der Hälfte gefalzt, bei 4,5 cm. Da falzen wir jetzt aber wirklich durch. Dann drehen wir das Papier um und falzen uns unsere Markierungen. Und zwar könnt ihr beim Papierschneider, mal gucken, ob ich das hinkriege, dass ihr das gut seht, in der Rille hier eure Markierungen ausrichten. Und so, dass die Markierung am Papierrand genau in die Rille von unserem Papierschneider zeigt. Hier und hier unten. Ich hoffe, das sieht man gut, aber es sieht, glaube ich, gut aus. Also hier und hier. Wenn ich zufrieden bin, wird das durchmarkiert, durchgefalzt. Und so mache ich das auf der anderen Seite genauso. Die Falzmarkierungen kommen in die Rille von unserem Papierschneider und es wird natürlich gefalzt, nicht geschnitten. Und treffen tun sich diese Falzmarkierungen genau auf unserer Mittellinie. Ich hoffe, das seht ihr gut. Genau, und wenn das der Fall ist, dann habt ihr alles richtig gemacht. Was jetzt noch praktisch ist, euch die Hälfte zu markieren, genauso wie ihr die 5,5 cm Markierungen gemacht habt, macht ihr hier noch die hälftige Markierung, auch wieder nur am Papierrand. Dann muss das jetzt so aussehen und das ist soweit fertig. Jetzt ist so, dass eine Falz, die längliche Falz, geht in die Richtung und die anderen Falzen, die gehen in die andere Richtung. Und auch schön nachfalzen. Und dann könnt ihr das jetzt wieder den berühmten Papierflieger nachfalzen. So, ich finde immer, das sieht aus wie die Spitze von einem Papierflieger. Was jetzt ganz wichtig ist, damit ihr keine Beulen kriegt nachher bei eurer Karte, wenn ihr sie zuklappt, ist, dass ihr die Spitze ganz leicht kappt. Also wirklich so ein, 2 mm vorne an der Spitze mit der Papierschere wegschneiden. Dann habt ihr hier in der Mitte ein Loch, aber das muss so sein. So, jetzt ist wichtig, dass ihr
erstmal eine Silikonunterlage habt oder halt eine Unterlage, dass ihr gut kleben könnt. Und was ich super wichtig finde und praktisch, sind solche Maulklemmen. Die sind bei mir immer in der Nähe von meinem Schreibtisch, weil die fürs Kleben ganz arg wichtig sind. Jetzt ist nämlich so, dieses Teil muss jetzt auf dieses Teil hier draufgeklebt werden. Und wie ihr seht, haben wir hier ja diese heftige Markierung, die ist ja ganz klar. Und hier haben wir uns diese kleine Markierlasche gemacht von der Hälfte von unserer Mechanik. Und diese zwei Hälften sollten ganz genau aufeinandertreffen und bekommen dann eine Maulklemme. Auch auf der anderen Seite achte ich darauf, dass diese Seiten ganz genau aufeinandertreffen und bekommen eine Maulklemme. Und jetzt, ich hoffe, das seht ihr gut, kleben wir uns die Mechanik schon mal fest. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach, ihr klebt hier unten dieses rechte untere Eck fest. Das heißt, wenn ich dieses Panel hier umklappe, dann sehe ich hier unten ein Quadrat und hier oben ein Quadrat und das untere rechte Quadrat wird jetzt mit Flüssigkleber befeuchtet und zugeklappt. Und jetzt brauche ich meine anderen Maulklemmen, weil jetzt kriegen die auch noch dieses Stück auch noch eine Maulklemme ab, dass es auch wirklich in Ruhe trocknen kann. Ich nehme jetzt einfach dieses Panel und drehe es um und mache genau das gleiche hier unten, also auch wieder am rechten unteren Eck. Da wird jetzt auch wieder Flüssigkleber drauf gegeben. Ich klappe das um und fixiere das am besten mit einem Maulklemmerich. So. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen oder was das, ja, Holzwäscheklammer oder sowas. Gut, jetzt müssen wir unsere Karte noch nachfalzen. Natürlich wieder die Bergfalz nach innen. Und das wird ja unsere Karte. In das Innere der Karte kommt jetzt natürlich diese Mechanik rein. Das heißt, ihr dürft es wieder ein bisschen mehr sehen. So. Das heißt, diese Mechanik muss jetzt hier reingeklebt werden. Und das passiert ganz einfach, indem ihr dieses Teil hier nehmt. Und euch jetzt noch mal eine Markierung macht. Und zwar nehme ich mir jetzt ein Geodreieck und markiere mir hier und hier unten 5,25 cm, weil das ist ein Geodreieck, das heißt, die Karte ist 10,5 cm breit, das heißt 5,25 cm sind dann hier und hier zu markieren, damit ich weiß, wo meine Karte nachher liegen muss. Einfach nur einen ganz, ganz kleinen Bleistifttupfer und dann tun wir uns beim Kleben von unserer Karte nämlich viel leichter. Hier ist innen, da wo die Bergfalte ist, und da kommt ja das Innenleben der Karte rein. Das heißt, ich mache jetzt an diese Dreiecke, es gibt ja nur die zwei Dreiecke, Klebstoff drauf. Und wichtig ist hier wiederum, dass ihr nicht über die Falzmarkierung kommt. Ihr dürft wirklich nur innerhalb von der Falzmarkierung vom Dreieck bleiben und Flüssigkleber drauf geben. Und das am besten gleich auf beide Dreiecke. Jetzt müssen wir wieder bei unserem Papier drauf achten, wo das Innere ist. Also hier ist die Bergfalz, hier ist also innen. Und nach innen kommt ja natürlich jetzt auch die Karte. Halt,
Warum stellst du nicht scharf? Jetzt geht's besser. Ich habe ja hier Klebstoff drauf gegeben. Hier und hier sind meine Markierungen. Also da muss die Karte ausgerichtet werden. Das heißt, hier die Mittellinie der Karte kommt auch auf die Mittellinie der Mechanik. Ich fange hier an bei der Markierung und an der anderen Markierung muss ich enden. Und nicht irgendwie nachher noch verschieben, weil sonst klebt ihr vielleicht was in die Mechanik, wo es gar nicht hin soll. Das wäre nicht so gut. Und das darf jetzt wirklich richtig gut festkleben erstmal. Und dann wird es spannend, weil dann sehen wir, ob die Mechanik funktioniert hat. Jetzt schauen wir mal kurz nach, ob es funktioniert hat mit unserer Mechanik. Ich klappe diese Karte zu. Und wie ihr seht, schließt sich das innere Panel schon ganz automatisch, so wie ich das möchte. Und wenn ich es dann wieder aufmache, öffnet sich die Ziehharmonika und die Mechanik funktioniert. Also ich bin zufrieden damit. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ihr das dekorieren könnt. Ich habe hier Designerpapier zugeschnitten. Und zwar ist das in der Größe 6 x 8,5 cm. Das kann man dann hier reinkleben. Und an den Deckel habe ich mir was Besonderes überlegt. Da machen wir uns ein Papier, das die Maße hat 9 x 13 cm. Und das präge ich jetzt mal kurz mit dieser wunderschönen Prägeform. Das hier zeige ich euch kurz. Ist das nicht wunderschön, wie das rauskommt? Das ist so eine schöne Struktur. Und mit der mache ich jetzt gleich weiter. Dann habe ich hier ein Pergamentpapierrest. Den schneide ich mir auf eine 9 cm Breite zu, weil ich es ja genauso breit haben will wie hier mein Papier. Dann nehme ich mir noch ein Papier in Grundweiß und schneide es auch auf 9 cm zu. Ich stanze mir dann auch noch mit der Stanze ein paar Zweige aus in Weiß und in Pergament. Dann nehme ich mir meinen Pinsel, Blending-Pinsel, den ich immer für Amethyst und für Fräschenlila nehmen und gehe dann ein bisschen über dieses Papier drüber. Nur von außen nach innen, dass in der Mitte vielleicht noch ein bisschen weiß bleibt. So, das reicht schon. Dann wird es bestempelt. Dazu nehme ich mir den Stempel hier, wo drauf steht. Herzliche Wünsche zum Geburtstag. Den könnt ihr euch jetzt entweder mit einem Stampin' Right Marker anmalen oder ihr geht in das Stempelkissen und guckt, dass er wirklich nur herzliche Wünsche jetzt erwischt. Nicht zum Geburtstag. Und das stempeln wir dann jetzt hier ab. Nur die herzlichen Wünsche. Und zum Geburtstag wird jetzt in der zweiten Runde gestempelt. Und dann kann man das nämlich nehmen. Dann habe ich hier ja noch mein Pergamentstück. Und das möchte ich, wie zurzeit immer, abgerissen haben. Das nehme ich jetzt so und reiße es in der Mitte ab. Dann habe ich nämlich zwei Stücke und kann es für die nächste Karte auch verwenden. So, jetzt habe ich zwei solche Pergamentstücke, die 9 cm breit sind und kann die hier für die nächste Karte dann auch nehmen. Und das wird jetzt hier an den unteren Rand
draufgeklebt, dass es so ein bisschen übersteht. Und wie ihr seht, habe ich mich da verstempelt. So was kommt immer wieder mal vor. Ich könnte jetzt hier einfach gerade abschneiden mit dem Papierschneider. Das mache ich jetzt auch. Dann habe ich das nämlich schon berichtigt und es sieht wieder normal aus. Das wird schwierig, aber das passt. Und sowas passiert immer wieder mal. Und wenn er dann einfach ein Stück abschneidet, wie in dem Fall, dann ist das schon wieder erledigt und berichtigt und gar nicht so schlimm. Ich mache jetzt aber auf alle Fälle erstmal diese Karte hier auf meine Pop-up-Karte drauf. Das geht jetzt auch ganz einfach, indem ich die falsch rum hinlege. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich auch wirklich weiß, wo nachher oben sein soll. Hier soll oben sein. Deswegen lege ich mir das jetzt hier so hin und kann jetzt diesen Aufleger hier festkleben. Dann klebe ich hier an den unteren Rand noch das Pergamentpapier fest. Das mache ich aber einfach mit ein paar Stückchen Abreißklebeband. Aber diese Reißkante will ich ja nachher sehen, deswegen muss ich aufpassen, dass ich das auch an das richtige Stück vom Pergament hinklebe. So. So soll das nachher auf meine Karte kommen. Und das mache ich jetzt mit Abstandsklebepads auf die Karte. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht auf das Pergament komme mit den Abstandsklebepads mit den Dimensionals, sondern dass die hinterm grundweißen Papier verschwinden. Und dann kann ich das hier mittig auf meine Karte kleben. Dann nehme ich mir hier Gludots. Gludots sind so Mini-Klebepunkte, die ihr einfach mit einem Piekser hier runternehmen könnt. Ich klappe die gern zusammen, dann hat man nämlich eine kleinere Fläche. Und dann kommen die hier auf die Rückseite von meinen Zweigen drauf. Und ich kann die Zweige hier hinten verstecken und mache das ein bisschen abwechselnd mit den dünneren Zweigen und mit Pergamentzweigen. Und der kommt vielleicht ein bisschen weiter runter. Dann habe ich hier noch die kleinen Zweiglein. Ich finde, die sehen ein bisschen aus wie Maiglöckchenblüten, diese kleinen hier. Klappe ich einen wieder zusammen, indem ich ihn ein bisschen drehe. Und da kommt dann auf eine Blüte das drauf. Und die kommt hier noch dazwischen. So, und dann ist schon mal das Äußere von unserer Panelkarte fertig. Und wenn ich die jetzt wieder zusammenklappe, dann haben wir hier die herzliche Wünsche zum Geburtstag. Und wenn ich aufklappe, öffnet sich das Panel. Jetzt klebe ich hier innen noch die Designerpapierstücke rein. Das kommt so und so hin. Und hier kann man dann noch was draufstempeln oder einen Spruch noch reinstempeln, je nachdem. Hier unten habe ich Gruß mit Liebe hingestempelt und noch die Blüte hier auch noch drauf verewigt. Und ich finde, diese Pop-up-Karte sieht richtig schön frühlingshaft aus, passt zu dem heutigen sonnigen, tollen Tag. Und ich hoffe natürlich, euch hat meine Anleitung gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da.
Und kommt vielleicht in den Bastelclub, wenn ihr Lust dazu habt. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 19.30 Uhr und die Termine stehen auf meiner Internetseite. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und ganz liebe Grüße, eure Brigitte.